Moin, Leute. Ja, zurück vom Wasser. Und Zeit wird's auch mal wieder, wie ich immer sage. Ja, Leute, mal komplett was anderes heute. So viel anders ist es gar nicht, aber ein bisschen was hat ändere ich auf jeden Fall. Gewässer. Keine Ahnung, relativ klein, relativ schmal, sehr lang. Keine Ahnung, ob das Ding 2 Hektar hat. Weiß ich nicht. 1,5 wird er haben, denke ich mal, 2 Hektar. Sehr flach. Fahre ich sehr oft her, mit meinen Kindern hier, auf Deutsch gesagt, mit meinen Kindern. So mit ein bisschen Pose angeln, mal mit der Fiederrute etc. Ab und zu steigt ja auch mal ein kleiner Karpfen ein. Und heute möchte ich mich hier aber mal über Nacht hinsetzen, tatsächlich. Ich möchte 2 Dinge versuchen. Ich möchte für euch versuchen, einen Karpfen mit der normalen Karpfenmontage, also mit der Festbleibmontage zu fangen. Von Größe, keine Ahnung. Ob hier nur Satzer drin sind, ob hier auch mal ein größerer mit zwischen ist, kann ich euch nicht sagen. Und auf jeden Fall möchte ich mit euch über den Tag mit einer Rute fiedern. Und möchte auch versuchen, auf der Fiederrute einen Karpfen zu fangen. Da habe ich echt Lust drauf. Und das mache ich bis morgen früh, auch wenn ich morgen früh wieder leider früh los muss. Aber hauptsache, wir können die Nacht mitnehmen. Das wäre ganz geil. Jetzt überlege ich bloß gerade, ich müsste eine Rute auf dem Bankstick umbauen, ob ich meinen Rockport umgezwebelt kriege. Weil ich würde hier ganz gerne angeln. Hier so ein bisschen fiedern auch. Aber ich mag jetzt hier vorne nicht gleich die 1-2 Karpfenruten reinschmeißen. Wie gesagt, ich hab zwar ein Boot mit, aber ich schmeiße hier kein Boot rein. Das wäre lächerlich. Und viel Kraut auch drinne. Ich hätte die Karpfenruten gern. Hier ist so ein dicker Baum. Deswegen kann ich von darüber nicht rüberfächern. Hier 2 gerne drin liegen. Da kann ich mich auch ein bisschen breiter machen. Ich werde die hier vorne werfen auf jeden Fall. Dann liegen die ein bisschen auch ruhiger vom Geschehen. Ne? Wie gesagt, wenn man so dicht angelt, das war Ruhe immer so ein bisschen im Vordergrund. Aber egal, Leute. Ich baue das erstmal auf. Dann werde ich mal gucken, ob ich meinen Rodpot umgezwirbelt kriege. Wie gesagt, dass da nur 2 Ruten drauf sind. Oder ich noch einen Bankstick umdisponiert kriege. Wenn wir ein bisschen fiedern, bring ein paar Ruten rein, Leute. Mal gucken, ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Dranbleiben. So, meine Freunde, ja, wollen wir mal schnell, ne? Habe ich mal schnell alles so ein bisschen aufgebaut. Wollen wir mal gucken. Wie gesagt, aussehen tut es noch traumhaft. Aber das Wetter soll heute kippen. Morgen ist vorbei mit dem lieben Sonnenschein. Heute Abend oder gegen späten Nachmittag soll der Regen kommen. Temperatur wird auch fallen. Oder soll fallen. Von heute zu morgen. Heute soll es nochmal echt warm werden. Und von daher wollen wir mal schauen. Wie gesagt, bei dem Gewässer ist eins der wenigen Gewässer oder das einzige Gewässer, was ich kenne. Hier sind auch Graser drin zum Beispiel. An manchen schönen Tagen konnte man die mir schön beobachten. Das waren so eine Bretter. Ich konnte mal 3 zählen, komplett mal 4, 5 gezählt zum Beispiel. Wenn richtig schön so 30 Grad hat, ist ne, so Graserwetter. Und die so an der Oberfläche rumgedümpelt sind. Naja, wollen wir mal schauen. Egal, Leute. Wie gesagt, da drüben die Schilfkante, die sieht echt verlockend aus und ich habe ein Boot hier. Aber ich würde das ohne Boot gern machen. Ich werde die paar Mal werfen oder mir einen Punkt raussuchen, 1-2 Mal werfen. Weil bei dem Gewässer ist leider der Nachteil, jetzt kann man es beangeln, im Frühjahr kannst du es gar nicht beangeln, weil es von vorne bis hinten zugekrautet ist. Es krautet sich komplett zu, ich weiß nicht, wie lange das ungefähr ist, das geht noch da hinten 200 Meter weiter oder was weiß ich, wie gesagt, nur ein schmaler Graben. Aber, naja, egal. Egal, 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 egal. Wir werden die ganze Nummer mal ein bisschen süß und fruchtig angehen hier auf jeden Fall. Ich muss selber erstmal gucken, Leute. Ich habe mit der Banane Fisch. Ja. Lange nicht mal reingeguckt hier. Mit dem ich einmal so mein Hängerchen habe, bleibt dort einfach liegen, da immer so. Ab und zu bei schönem Wetter mache ich die mal aus, lasse die ein bisschen auslüften, aber seitdem liegt das immer da hinten drin, da habe ich so ein bisschen den Überblick manchmal verloren. Leute, ich nehme einen Bananefisch von CSB. Bananefisch. Hakuna Banana. Fruchtiger geht es wohl kaum. 20 mm, wie ich sagte, von CSB. Ich will auch gar nicht so groß angeln. Ich nehme 1,20er, bei der zweiten, glaube ich, werde ich vielleicht 2,16er raufziehen. Und die dritte heute Abend. Die, deswegen habe ich ein bisschen Rodpot umgebaut, da sind nur 2 Bissanzeiger bei. Und habe tatsächlich noch einen Bankstick gefunden, den will ich da hinten hinstellen. Aber da gehen wir dann erstmal schön fiedern, so über den Tag über. Ich wollte ein bisschen was machen, ich will den ganzen Tag hier sitzen, im Zelt sitzen und auf Biss warten. Aber wie gesagt, ich male mir hier erstmal grundlegend nichts aus. Ich habe hier noch nicht richtig auf Karpfen, also richtig mehr auf Karpfen geangelt. Außer ab und zu mal ein bisschen fiedern und mit der Pose. Male ich mir erstmal nicht viel aus. Aber Herrgott, man kann es ja versuchen, gerade diese kleinen unscheinbar Dümpel, Teiche, wie auch immer, die sind manchmal sehr interessant. Und von daher werden wir das heute probieren, Leute. Ja, ganz einfach.
25 mm am 4er Korda Gamakura Haken, wie ich sagte. Ich schrumpfe mir da mehr mit einem kleinen Schrumpfschlauch, kleinen Kicker rauf. Montage hat sich bei mir nichts verändert, witzig auch nicht. Ist ungefähr 25 cm lang. An der Safety Clip Montage 110 Gramm Blei dran. Fertig ist. Ich würde mal hier vorne ein bisschen abklopfen mit euch. Dann hängen wir uns da mal einen schönen PVA-Sack dran und machen wir mal schön oldschool. Und werden mal ein bisschen nachfüttern und dann wollen wir mal gucken. Bis gleich. So, meine Freunde, auch mit dem Werfen wird das nicht so einfach. Vielleicht seht ihr es auf dem Video. Hier hängen überall Bäume. Werfen ist nur eins. Beim Drillen sieht das vielleicht schon anders aus. Muss man die Route auf jeden Fall ein bisschen flach halten. Aber Gott, ich wollte es immer schon mal machen und heute mache ich es. Hat so ein bisschen was von Flussangeln, muss ich sagen. Ich mal so ein bisschen Mitte zentral vom Gewässer mal einen Punkt aus. Gehen wir auf die andere Seite. So. Und werf da mal ein, zwei Mal rein. Nur mal zu gucken. Du merkst ja schon, wenn das Blei runterkommt. Zack, ja gut. Nicht mitten im Modder. Absehbar. Wenn das Gewässer vielleicht Meter tief ist, glaube ich, ist das schon gut geschätzt. Keine Ahnung. Fehlt noch Wasser. Also ich denke mal, einen Meter vielleicht. Dann ist der Arsch ab. Ja. Dann holst du den ganzen kleinen Radöns dann natürlich raus. Ne? Wie gesagt, das hat man jetzt natürlich auch ein bisschen gezogen. Aber auch da lag Kraut. Wie gesagt, das werde ich mit der Route jetzt ein paar Mal machen. Ich könnte jetzt auch hier direkt vom Ufer ablegen. Schön zack. Das würde auch funktionieren natürlich. Aber das möchte ich nicht. Das ist mir doch zu nah dran. Ne? Gerade wenn ich hier mit euch ein bisschen filme, da kann ich mir den ganzen Tag voll in den Arsch stecken, auf Deutsch gesagt. Und da versuchen wir das mal einfach eben weg. Da sieht es schon besser aus. Bisschen weiter auf der anderen Seite. Gut, wie gesagt, ein bisschen Dreck sammelst du ein, wenn du den rausholst. Hier geht es halt nur darum, dass die nicht mitten im Kraut liegt. Weil, wie gesagt, wir haben hier immer so eine Krautfelder drin. Vielleicht seht ihr das nachher noch, wenn wir nebenan Fiedern gehen. Beim Fiedern ist das eins, da kontrollierst du öfter mal so eine Karpfenroute, die bleibt natürlich liegen. Ne? Bei mir zumindest. Ich bin jetzt nicht der Typ, wie ich schon mal sagte, alle paar Stunden mal gucken, ob das alles gut ist. Das ist jetzt nicht knüppelhart, drei Viertel vom Gewässer, aber wie ihr seht, krautfrei. Den Punkt nehmen wir schon mal an. Dann machen wir uns ein bisschen Futter fertig, hängen uns einen PVA-Sack dran, donnern wir eine rein, haben wir eine Rute im Wasser. Leute, bis gleich. Ja, nee, du. Alter Mann. Ja, was ich auf jeden Fall machen möchte, Leute, ich werde auf jeden Fall natürlich mein Fiederfutter, das mache ich gleich mit fertig. Dann möchte ich hier vorne bei den Karpfenruten ein, zwei Ballen mit rausschmeißen. Das blubbert da so schön. Na egal. Hau ich mir das ganze Kilo rein hier. Zack. Hier habe ich noch eine Packung Angelmaden. Die will ich aber gar nicht zum Fiedern haben. Fiedern tun wir mit Mais. Da haben sich auch schon fast alle verpuppt von. Aber ein bisschen Leben tut er noch. Die hauen wir da auch alle mit rein. Das kann nicht schaden. Und dann werden wir das mal vorsichtig ein bisschen anmengen. Ich lege mir hier noch ein bisschen Mais bei. Ich habe das mal hinher gleich. Den muss ich gleich noch holen. Und der liegt tatsächlich im Auto, aber ich möchte das jetzt hier so ein bisschen, dass mal eine Route reinkommt, Leute. Und von daher. Und dass ihr das seht. Wie gesagt, beim Fiederfutter, wir werden mal lieber ein bisschen nach und nach Wasser reingeben, damit das nicht so klebrig wird. Ich will auch gar nicht viel von dem, wie gesagt, ich werde hier viele halbierte Boilies mit rausschmeißen. Aber ein, zwei von den Ballen hätte ich da trotzdem ganz gerne drauf, oder wenigstens ein so. Lockt ja doch ungemein. Na, ein bisschen mehr Wasser hätte nicht geschadet. Aber lieber immer ein bisschen langsam Wasser zugeben, bevor ihr das einmal zu viel zu nass gemacht habt, dann habt ihr so eine Pampe. Und das wird mir schwierig zu gebrauchen, zumindest zum Fiedern. Wenn es natürlich nur ist zum Anfuttern, ja, da knetest du ein paar Ballen draus. Und dann ist das scheißegal. Und von daher. Aber das ist schon ganz okay hier, Leute. Wenn ihr das so ein bisschen, ich übertreibe das auch nicht, wenn man das so zusammendrücken kann, aufdrückst, fällt gleich auseinander. Es zieht noch kurz nach. Das wirst du noch einmal nachbessern müssen. Aber das bleibt erstmal so. Jetzt hauen wir die Route da rein. Ach ne, PVA-Sack wollten wir uns ranhängen, ne? Machen wir auch noch. Hab sogar noch einen. Oh Gott, PVA-Sack. Lang ist her. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. PVA-Sack angel ich nur aus dem einen Punkt.
gut, das ist jetzt hier kein Gewaltwurf oder sonst was. Aber da weiß ich, das senkt sich schön ab. Das senkt sich schön runter. Das liegt da nicht fest. Ist das eine oder zwei hier? Das sind zwei. Das liegt da nicht vertütert nichts. Deswegen angle ich immer gern mit dem PVA-Sack. Wenn ich die geworfen habe, habe ich früher grundsätzlich immer gemacht. PVA-Sack ran, fertig ist, paar Bodies rein. Kein großes Tamtam. Das geht ratzfatz. Steckst du dir einfach ein paar Bodies rein, da müssen nicht viele rein. Ja, keine Ahnung. 10 Bodies im PVA-Sack. Bisschen eingedreht oben. Bisschen angesabbelt. Das sind eklige PVA-Säcke. Manche schmecken nach gar nichts und manche schmecken nach irgendwas. Um die Luft da drin so ein bisschen. Nimmt euch einfach eine Boilie-Nadel oder irgendwas. Stecht da ein paar Mal ein, dass die Luft raus ist. Nicht, dass der abreißt sonst beim Werfen. Dreht das schön oben ein. Zack, ich drehe das so ein. Wie gesagt, das ist angesabbelt. Und leg das einfach so mit ran. Leg das einfach so mit ran. Und da hänge ich mir den Haken durch. Sieht das quasi so aus, Leute. Kleiner PVA-Sack. Und den donnern wir jetzt da hinten rein. An die Stelle, die wir uns eben gesucht haben. Und dann habe ich eine Route drin, bin ich ein bisschen beruhigter, Leute. Dranbleiben. Dann schauen wir mal, dass wir unseren Punkt wiederfinden. Der so schön krautfrei war. Habe ich mir so ein bisschen gemerkt, ne? Ist ja nicht schwer. Einfach mal so 20 Meter geradeaus. Und versuchen, ihn mal schön zu treffen. Gott, ich und Karpfenruten werden, Leute. Lassen wir schön an gestrammter Schnur einfach runtersinken. Das ist tatsächlich ein bisschen tiefer, also locker über einen Meter. Die ist jetzt tatsächlich mal echt gut gesunken, Leute. Ich nehme hier eine Hand von den Boilies voll. Ich habe jetzt keine Futterkelle mit, glaube ich. Nervt natürlich. Habe ich natürlich wieder nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe deswegen gedacht, ich sitze ein bisschen mehr ufernah, aber das ist schon. Oh, meine Schulter. Ich habe so viele Boilies geworfen, mal eine Zeit, dass ich mir halt die Schulter ausgerenkt habe. Und das zieht bis heute. Ja, soll kein Gejammer sein, ist aber so. Schmeiß einfach mal zwei Hände hinterher, Leute. Da liegt der PVA sagt, zwei Hände Boilies, lass wir wirken. Ich hau gleich noch einen Ballen mit drauf. Da hole ich mal erstmal noch mein Mais aus dem Auto. Leute, die zweite Route machen wir auch noch fertig und dann gehen wir schön wieder hin. Da ich Bock drauf, dranbleiben. So, meine Freunde, zweite Eisen rein. Ein gutes hat dieser Angler heute. Ich habe mal wieder ein Gefühl, was ich schon ewig nicht mehr hatte. Und wisst ihr was für eins? Nicht diese gottverdammte Montage gut oder nicht. Ne? Dass man das Schöne vom Boden ablegen kann. Weiß, wer die tat. Schön sauber, schön frei. Das ist da immer natürlich nicht so gegeben. Aber wie gesagt, ich wollte das schon immer mal wieder ohne Boot machen. Und von daher ziehe ich das auch mal durch, gerade an so einem Gewässer. Mir wäre das zu viel, hier ein Boot aufzuschmeißen, wie ich schon zu euch sagte. Aber das Gefühl ist da. Das geht wohl auch nicht weg. Na egal, ich habe eben noch zwei Ballen hinterher geschmissen mit ein bisschen Grundfutter an Mais. Nur ein bisschen blubbern tut es da schon. Die andere werde ich ein bisschen ufernahe lassen. Ich habe das mal noch so ein bisschen mit der einen Route, da habe ich nur ein Blei dran. Ne? Hier mal abgeklopft, hier so ein bisschen, weil es mich mal wirklich interessiert. Na, die ersten drei, vier Meter so vom Ufer, die sind schön hart. Aber ich mag keine Route jetzt hier vorne direkt vors Ufer packen. Kannst du, glaube ich, machen, wenn du über Nacht in dein Zelt gehst oder so. Aber sobald ich hier, glaube ich, irgendwie ein bisschen, ich gehe spazieren, ich filme das. Das wäre kontraproduktiv, glaube ich. Aber alles andere, naja, Modder hoch 10. Leute, 2.16er Red Temptation, auch von CSB. Auch mal so ein bisschen die süße Geschichte. Ich habe die bloß so ein bisschen abgeschnitten. So ein bisschen mit der Mikro-Boilie-Nadel gehe ich da mal ein bisschen ran. Ein bisschen abgeschnitten, dass die so ein bisschen aufeinander stehen. Werde ich mir an die zweite Route, die werde ich hier vorne, lasse ich so ein bisschen mehr auf meiner Seite. Die andere habe ich jetzt ja so drei Viertel geworfen. Krautmäßig ist es voll okay, aber wie ich schon sagte, die Grundeigenschaften, die sind echt scheiße natürlich. Aber wenn ich das erste Mal dann mal noch Modder angelt, wäre vielleicht ein Pop-Up sogar von Vorteil gewesen. Ne? Aber ich sage, angelt tatsächlich sehr, sehr selten Pop-Ups. Ich habe das früher war alles besser, nicht? Früher habe ich sehr oft mit Pop-Ups geangelt, aber jetzt schon gar nicht mehr. Höchstens mal noch als Schneemann denn oder so. Aber so mit einem einzelnen Poppy ist Geschmackssache.
kann man keinem reinreden. Wie so alles beim Karpfenangeln. Der eine mag das, der andere mag das. Der nächste mag mich, der nächste mag mich nicht. Dasselbe in Grün, ne? Ja, mal gucken, wie die Geschichte aussieht. Lass mal los. Die sind sehr weich. Auf jeden Fall. Mal gucken. Naja. Ja, geht doch mal Stribbe. Durch das Film immer, ne? Ich weiß, ich hab's mir ausgesucht. Aber da geht's halt ins Land, Leute. Junge. Mir macht's ja auch mega Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bis du mal Paruken hier drin hast, ist Weihnachten. Also, das lassen wir erstmal so. Das sieht ganz plausibel aus. Haken sind wie neu. Vom letzten Mal noch drauf. Haben wir beide alles gecheckt. Die gehen sofort rein. Machen wir so einen kleinen Daumencheck hier. Sagt, au. Piekt. Wenn's piekt, geht's durch. Leute, die bringe ich haargenau so raus. Die werde ich bloß hier vorne rechts so ein bisschen so, keine Ahnung, 20, 30 Meter weiter rechts platzieren. Das erspare ich euch, weil ich würde ganz gerne jetzt ein bisschen fiedern. Die Sonne kommt noch langsam rüber, so ein bisschen, weil sonst müsste ich die ganze Zeit gegen das Licht filmen, das nervt. Aber da habe ich jetzt Lust drauf, Leute, von daher donner ich die noch rein und dann schauen wir mal. Dranbleiben. Tja, meine Freunde, ein bisschen müsste die Einstellung ertragen. Weil, wie gesagt, die Sonne steht da, wenn ich euch jetzt hier auf die andere Seite stelle, dann seht ihr mich quasi wieder nur im Dunkeln. Ich habe die Fiederrute jetzt einmal rausgebracht. Habe mich mal kurz um meine Karpfenruten gekümmert. Aber ich glaube, da werde ich heute Abend nicht drum kommen, ob ich das mal ungern mache, die tatsächlich mal zu kontrollieren. Weil die wackeln und pieken und keine Ahnung, ist wirklich sehr, sehr viel Weißfisch drin. Und nicht, dass die mir da den ganzen Beutel zerlegen, gerade die kleinen 16er oder so, die ich angeschnitten habe. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, Spitzen mehr, bum, 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 ein paar Piepsamen haben es auch schon von sich gegeben. Und von daher, wie gesagt, hier sind sogar Brassen in dem Gewässer, ne? Allseits beliebt. Hier so auf so einer Fiederrute stört mich das nicht, bin ich ganz ehrlich. Da eine schöne 50er, 60er Brasse drauf, macht mega Spaß. Aber wenn ich nachts um 2 aus dem Zelt muss, naja, gut, der nervt, brauche ich euch nicht erzählen, ne? Ja, ich habe meinen Pieper angehabt. Und wenn du denkst, du sitzt am Arsch der Welt, was passiert, Leute? Ich sitze hier wirklich mitten in der Pampa, hier ist weit und breit nichts mehr. Also das nächste Haus ist wohl Kilometer weit weg. Da kommt natürlich jemand, ne? Leute, ganz normale Fiederrute ist das bei mir. Da habe ich, das ist eine 360er Fiederrute, die hat ein Wurfgewicht von, muss ich selber mal gucken, 150 Gramm maximal. Ich habe die weiche Spitze aber oben drauf, hast ja mehrere Spitzen. Und wohl die einfachste Fiedermontage, die es gibt. Ich werde mir demnächst noch eine kaufen. Ich wollte immer mal, wie gesagt, ich mache das sehr oft, wenn ich mit meinen Kindern losfahre etc. Immer eine immer mal auf Method-Fieder liegen. Und eine normale, ich angle, das angle ich am liebsten mit Futterkorb hier. Einfach ein Futterkorb am Anti-Tangle-Boom. Lose auf der Schnur. Ich habe hier unten, das ist bloß ein Geflechtschnur, hier ist bloß ein Stopper drauf. Bumm, dass der da unten anschlägt. Ganz einfach ein Wirbel. 60 cm langes Vorfach. Mit einem 6er ohne Haken und 2 Maiskörner. Und ich weiß, der Haken ist recht groß gewählt. Ich habe das, ist gar nicht lange her, vor 2 Wochen, sonst habe ich das meist mit dem 8er. Manchmal sogar mit dem Frühjahr, auch gerne mit dem 10er, aber wir haben kein Frühjahr. Aber letztes Mal habe ich einen 8er genommen und da ist mir wild was eingestiegen, keine Ahnung, konnte gar nicht bremsen, da war dann ja aufgebogen. Bin ich ein bisschen stabiler gegangen für 2 Maiskörner, finde ich das sehr attraktiv, bin ich ganz ehrlich. Ich nehme das auch ganz gerne mit 2 Maiskörnern zum Fiedern. Weiß das nicht im Sekundentakt, ne? Würde ich mir jetzt hier einen 8er Haken und 3 Maden draufknallen oder Maiskorn und 3 Maden, dann würde die Spitze dauernd wackeln. Weil du hier eine Plötze nach der anderen fängst und hier sind so eine Plötze und so eine Rotaugen drin. Hier habe ich schon richtig riesen Dinger rausgeholt. Und wie gesagt, dann noch eine Brasse nach der anderen oder so. Na, wollen wir mal gucken, Leute. Ich bringe die mal rein. Ich habe die bloß eben, wie ihr gehört habt, den Bissanzeiger angemacht, weil ich mich mit dem einen Herrn da hinten unterhalten habe. Der ist mit seinem Kind hier. Mag ich ja auch immer sehr gerne. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, das ist wirklich das Einzige, was mich stört. Ich kann hier nicht so schön aus dem Sitzen agieren. Ich mache das mehr gern, wenn du Fiedern tust, dass du gar nicht von einem Stuhl aufstehen brauchst. Ne? Einfach so sitzen kannst, Vorderkorb voll machen kannst, wieder auf deinen Spot werfen. Funktioniert hier nicht, Leute. Hier hängen so viele Bäume ins Wasser. Da sieht man es auch so ein bisschen im Hintergrund. Und dann muss ich mal einmal aufstehen. Zack, einfach wieder rein. Ich bin auch relativ weit draußen, auch so 3/4 vom Gewässer. Lass das absinken. Ziehe noch ein kleines Stück, dass der Futterkorb sich leert. Stellen wir das ganz einfach rein hier. Wie gesagt, ganz einfaches Fiedern, Leute. Ja, macht die Schnur ein bisschen stramm.
fertig ist. Hier werde ich heute Abend auf jeden Fall oder heute spät Nachmittag, keine Ahnung. Wie gesagt, ich versuche ja mit deren Karpfen zu fangen. Würde mich freuen, mal wieder, auch wenn es mit einem Satzer sein oder so. Aber keine Ahnung, darum geht es auch gar nicht. Wer 20 Kilo Fische sehen möchte, muss einen anderen Kanal gehen, sage ich immer wieder. Mir geht es einfach um den Fisch zu fangen, die Herausforderung, das finde ich spannend. Und es macht auf einer Fiederroute natürlich mega Spaß. Wie ich schon sagte, so am Tag, da freue ich mich dann auch über so eine Plötze, so eine Brasse von mir aus. Dann ist das so. Tja Leute, ich werde das hier ein bisschen machen. Ich werde ein bisschen Futter einbringen, dass der Platz vielleicht mal ein bisschen anläuft. Weil wie gesagt, der eine, die erste Karpfenroute, die wir rausgebracht haben, da gründelt und blubbert das. Als gibt es keinen Morgen. Aber naja, wie gesagt, ich werde hier ein, zwei Würfe machen. Vielleicht mal noch einen kleinen Ball hinterher schmeißen. Und sobald was geht, Leute, lasse ich euch mit reingucken. Weil wie gesagt, langsam ist die Sonne drüber weg. Dann können wir von der anderen Seite, dann könnt ihr auch die Route sehen, filmen. Und bis dahin dranbleiben. Tja, was sagt ihr zu euch, Leute? Die Jungs sind hier natürlich auch drin, ne? Schön vertreten. Aber wie gesagt, auf einer Fiederroute macht nicht Spaß. Die gehen auch natürlich noch wesentlich größer. Aber wo die sich einfinden auf dem Futterplatz, das ist so ein bisschen Pyramidenangeln, ne? Erst die kleinen, ein bisschen größer, noch ein bisschen größer. Wie gesagt, auch zwei Maiskörner. Ich habe mir tatsächlich erstmal meinen anderen Kescher geholt. Weil in meinem Karpfenkescher brauche ich auch nicht unbedingt drin. Da stinkt wie die Pest wieder ewig. So, die Route rein, glücklich sein. Was sagt ihr zu euch, Leute? Wir tasten uns ran, ne? Wie gesagt, macht auf der Fiederroute mega Spaß. Beim Karpfenangeln sind sie natürlich immer sehr unerwünscht. Und auch sehr schleimig auf jeden Fall. Aber mal gucken. Wie gesagt, Wetter fängt langsam an zu kippen, hatten sie aber angesagt. Sollte heute noch, wie gesagt, gibt auf jeden Fall noch Regen. Und einen Temperatursturz. Aber naja, Fiedern fetzt, vielleicht steckt noch ein schöner Satz ein. Hätte ich Bock drauf, Leute. Dranbleiben. Nach den zwei großen Brassen gab es echt nur noch Kleinkram. Also immer mal wieder hier eine Rotfeder, eine Plötze, das erspare ich euch, sonst wird das echt zu lang werden. Aber wisst ihr, was nervt? Das nervt mich tierisch. Wenn ihr da so einen Spot vorne angelegt habt, auf dem du permanent fischst. Und jetzt haben wir natürlich Hammerwind gekriegt. Wie gesagt, das wird ja so ein Umschwenken, das wird auch umschwenken. Schöne Sonne ist weg, haben Sturm bekommen. Oder Wind, Atemwind. Und treibt er mir hier ein paar Krautfelder rein. Ne? Und ich da mitten die ganze Zeit auf meinem Spot, auf dem ich geangelt habe, so einen riesen Krautteppich. Ja, ich hoffe mal, der kriegt sich da noch ein. Sonst nehme ich tatsächlich noch mal einen Bogen. Wie gesagt, ich würde auch ganz gern heute Abend die eine Karpfenroute rauflegen. Der Rest, also der Rest vom Teich nach rechts ist schon krautfrei. Aber genau auf meinem Spot, auf dem ich geangelt habe, zu schwer gewackelt. Ist natürlich mega Krautteppich und das geht mir Hammer auf Nüsse, ne? Wenn du dir da so einen Spot angelegt hast, ne, wo du mal rauf wirfst. Hab ich doch gesagt, die Spitze hat gewackelt. Dann nervt das unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass der mal so langsam weiter treibt, aber ich hoffe mittlerweile auch schon seit einer halben Stunde, dass der mal langsam weiter treibt.
danach sollte Ruhe sein. Wie gesagt, der Rest vom Gewässer ist jetzt diesen teppigen Kraut frei. Natürlich haben wir Wind reingetrieben. Alles da hinten durch. Wie gesagt, das Gewässer geht noch viel, viel weiter. Noch 150 Meter weiter in die Richtung. Da siehst du nur grün, ne? Da ist natürlich alles belegt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch meinem Spot dabei angeln. Ne? Wie gesagt, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Körbe drauf reingeschmissen hast. Gerade auch schon ein paar, ein, zwei große Brassen hattest. Das lockt unwahrscheinlich. Dann, wie gesagt, genau an dem Punkt würde ich gerne ganz gern heute Abend die dritte Karpenrute liegen, legen. Die habe ich mir schon fertig gemacht. Die werde ich aufwerfen. Einfach ganz einfach mit dem PVA-Sack. Aber na, so langsam geht es wohl voran. Da hinten sitzen noch ein paar Jungs, die sind am Angeln, aber wie gesagt, Kinder, ne? Wollen mal schauen. Wie gesagt, die Karpfenruten, die haben noch nicht einen Ton von sich. Die haben noch nicht einen Ton, noch nicht mal einen Piep oder irgendwas. Ist das so, wie das ist, ne? Naja. Siehste. Sonst kämpfe ich mich. Bis dann kann ich halt mal sammeln. Sonst kämpfe ich mich durch sowas hier durch, ne? Das gehört nochmal mit zu. Schöne Fische. Schöne Rotaugen auf jeden Fall. Wenn ihr ihn seht. Schöne Rotaugen. Zum Winterangeln wäre das ein super Köderfisch auf jeden Fall. Aber das machen wir demnächst auf jeden Fall, Leute. Muss ich. Wie gesagt, September geht zur Neige. Und da werden wir auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen. Ihr wisst, dass ich im Winter mehr viel. Ja, ich habe euch hinter mir stehen, deswegen ist das halt leider so. Korb machen wir auch wieder voll. Ihr wisst, dass ich im Winter mehr sehr viel Raubfisch angehe oder fast nur Raubfisch angehe. Und da werden wir auf jeden Fall demnächst mal losgehen, ein bisschen Köderfische organisieren, für den Winter auch einfrieren. Ich zeige euch, wie ich das mache. Da müssen wir bei. Auf jeden Fall. Na, wie gesagt. Jetzt der Teppich so langsam weiter geschwommen, hat aber auch gefühlt eine Stunde gedauert, dass er meinen Spot wieder freigibt. Ich donner die erstmal wieder rein, Leute. Ja, ich habe den Bisserzeiger an tatsächlich, weil entweder kommt hier alle 5 Minuten einer oder etc. von da. Ich habe den immer gerne an. Wenn es nur einmal kurz Piep macht, dann ist alles egal. Also mal gucken. Ich bin immer noch scharf auf meinen Satzer oder meinen kleinen Knarpen auf eine Fiederroute. Vielleicht ist der mir noch gegönnt. Wir ziehen das noch durch. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Und ja, wollen wir mal gucken, Leute. Wenn irgendwas Spannendes passiert, bis nah am Drambleib. Oh, geil! Geil! Jawohl! Jawohl, Leute, und die darf auch meine Abhangmatte, Leute. Drambleib ist gleich. Ich weiß, das ist immer noch weit weg von unserem Karpfen etc. Aber so eine Fische, auch wenn es nicht die größte ist, sitzt natürlich Fische, die ich mega feiere. Ja, die fühlt sich wohl bei mir im Wasser drin. Beim Fidian ist. Ich mag sie einfach. Auch wenn sie nicht mitspielt. Wie ein Aal. Wie ein gottverdammter Aal. Ja, ich habe auch reichlich Wasser drin hier. Und Kraut. Ah, nee. Ich mach nicht. Aber das sind Fische, finde ich, Leute.
Ist doch mega geil. Eine geile, schöne Tinke, Alter. Geil. Freut mich. Auch wenn es nicht die größte ist. Ne? Habe ich manchmal beim Karpfenangeln irgendwelche von 50, 55 oder 60 gefangen. Aber auf einer Fiederroute. Mega, mega geil, Alter. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Sowas versüßt meinen Tag, bin ich ganz ehrlich. Richtig schöne Tinker. Schöne, geil. Wie gesagt, aus der Allround-Schiene gesehen, finde ich, es ist mega, mega geiler Fisch. Solange die Karpfen schweigen, fiedern wir noch ein bisschen weiter, Leute. Von daher, dranbleiben, die darf weitermachen. Geil. Mich freut es mega, Leute. Dranbleiben. Tja, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Angelfreunde. Das war doch nice bis jetzt. auch wenn es auf der Fiederroute nicht geklappt hat. Ich habe mich da bis zum Schluss dran geklammert so ein bisschen. Ich wollte euch unbedingt Karpfen auf einer Fiederroute präsentieren. Aber mehr als die Schleie war nicht drin. Ich hatte noch ein, zwei Brassen, ein bisschen Kleinkram. Das Übliche, wie gesagt, das erspare ich euch, sonst würde ich das hier... Ich weiß, viele schreiben mir mehr, ich würde mir das auch in Stundenformat oder im Spielfilmformat angucken. Ich mache das aber nicht so gerne, wenn so ein Video dann eine Stunde geht oder eine anderthalb Stunden oder sowas. Das wird ein bisschen overdressed. Nee, unsere Erstgeborene, wollte ich gerade sagen, unsere erst rausgebrachte, die pfiff gerade ab die Karpfenroute. Schöner Spiegel. Zeige ich aber morgen früh. Ist ein bisschen dunkel geworden jetzt gerade. Ich habe mich bis zum Schluss, wie gesagt, an meine Fiederroute geklammert. Aber halb acht, achte. Dann ist er tiefste Nacht jetzt mittlerweile draußen. Jetzt dauert es auch nicht mehr lange. Dann ist dann nachher auch um 7 oder um 18 Uhr dunkel. Und von daher, wie gesagt, ich habe mich da noch ein bisschen dran geklammert. Ich mache mir noch ein leckes Armbrot. Ich weiß, ihr seht ihr das. Heute gibt es nichts Besonderes, Leute. Einfach nur einen schönen kleinen Nudeleintopf hier. Guck, so was Warmes abends nochmal. Was nicht fehlen lässt. Prost, Leute. Darf auch nicht fehlen, wenn man abends beim Zelt sitzt. Wie gesagt, habe mich da bis zum Schluss dran geklammert. Ich wollte euch zu gern so einen Karpfen auf eine Fiederroute präsentieren. Jedes Mal, wenn ich mich mal mit meinem Lütten hier hinsetze, haut das meistens oder meistens relativ oft sehr gut hin. Naja, die Schleie war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz war ich eben überrascht, wo man direkt die linke Route, das wie gesagt die erste, die wir rausgebracht haben, in den PVA sagt, richtig schön spritzig nach vorne ging. Für die Größe von dem Fisch, muss ich sagen, hat der echt Banane gemacht. Meine Güte. Keine Ahnung, von Spieler, wie gesagt, sieht ihr morgen früh. Das Ding hat Rabatz gemacht. Dachte mir, Halleluja. Naja, ich hatte schon so ein bisschen Angst, vielleicht sind die gar keine Boilies gewöhnt hier oder sowas. Vielleicht hätte man doch lieber ein bisschen mit Maiskette arbeiten sollen oder Latoköder so ein bisschen, ne? Aber doch, ja, Hakuna Banana war sein Ding. Naja. Leute, ich mache jetzt ein bisschen Armbrot rein. Und dann wollen wir mal gucken, was die Nacht bringt. Ich freue mich schon so ein bisschen. Freut mich auf jeden Fall auch, dass die Nummer aufgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte schon so mit der kompletten Nullnummer gerechnet. Gerade meine Fiederroute, wie ich schon sagte, bis zum Schluss hing ich da dran. War es nicht dunkel, da wird es dunkel, ist so nichts mehr. Im Dunkeln Fiedern ist auch so eine Ware. Naja, kaum war es dunkel, pfiff die ab. Geil auf jeden Fall, Leute. Aber wie gesagt, den zeigen wir morgen früh, Leute. Ich mache ein bisschen Armbrot, Leute. Und wir sehen uns morgen früh, vielleicht heute Nacht eventuell. Mal gucken, für mich filmt sich das natürlich immer schwierig. Auch wenn ich da jetzt einen großen Suchscheinwerfer zu stehen habe. Aber fängst du nicht nachts im Erst an, sag ich mal. Wenn du bist, hast hier Lampe, Kamera, geil, ne? Und von daher etwas Rücksicht drauf nehmen, Leute. Wir sehen, wir hören. Bis morgen früh, mach's gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Leute, ja, sieht noch aus wie tiefste Nacht, ist aber schon guten Morgen, schon 6 Uhr durch. Ja, Leute, hat doch noch gut geklappt. Wie gesagt, hab jetzt hier mit keinen riesengroß gewartet hier, erwartet. Aber anständig geklingelt. Die beiden Karpfenrouten, die wir vorhin rausgebracht haben, sind beide schon abgelaufen. Über Nacht. Ja, ganz geil auf jeden Fall, Leute. Ich habe dann auch nichts mehr reingebracht, ich hätte die natürlich schnell wieder reinwerfen können. Aber ich wusste, ich muss halt morgen früh los. Wenn du zweimal die Nacht hoch bist, dann reicht das. Mal gucken. Mich interessiert mal, ob das, wo das Ende der Fahnenstange hier ist. Vielleicht mal ab und zu mal nochmal mitnehmen. Ob hier auch was Größeres zu holen drin ist. Aber naja, ich will mich nicht beklagen, Leute. Hat mega Spaß gemacht, Leute, von daher. Schade, dass es auf der Fiederroute nicht geklappt hat.
Aber egal, Leute, ich muss dranbleiben. Tja, meine Freunde, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? Sonne geht langsam auf da hinten. Wohlverdient, auf jeden Fall ist es schön trocken geblieben, das hat mich gefreut. Wir hatten ja zu gestern Regen angesagt, auch heute, es sieht, weiß Gott, nicht nach Regen aus. Alles noch schön blauer Himmel am frühen Morgen. Aber mag ja noch kommen, aber Sturm. Sturm, 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 Leute, ich bin froh, dass ich aus dem Wald raus bin. Wenn da diese 20, 30 Meter hohen Bäume über dir fegen, so richtig wohl schlafen tut man da auch nicht bei. Naja, egal, Leute, ich muss Termine, Termine, Termine. Irgendwas ist immer, ne? Naja, zwei Konten befangen. Ein paar Brassen, ein paar Schleien, eine Schleie, ein bisschen Kleinkram noch. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, macht das mittlerweile gerne. Wie ihr wisst, bei uns dürfen wir mit drei Angeln angeln. Und gerade wenn es nicht gerade die Riesengewässer oder sonst was sind, oder dann nebenbei mit der Fiederrute, wenn es sich lohnt, macht mir mega Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, die beiden anderen Karpfenruten sind abgepfiffen. Eine gestern Abend dann noch. Und eine, glaube ich, halb zwölf oder so. Boah, weiß ich gar nicht. Naja, egal, Leute. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, wir machen es kurz und knapp. Lasst wie immer mal einen Daumen oben da, Leute. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst den Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Macht's gut. Liebe Grüße von mir, euer Chumino. Ciao.